Kennst du das? Du möchtest eine Seite mit einem K vollschreiben, aber deine Tastatur ist einfach zu langsam? Dann bist du hier genau richtig. Ja, halli, hallo, liebe Tastaturfreunde, ich bin's der Tenchi und heute schauen wir uns eine Tastatur von Lioncast an, und zwar die LK10 Gaming Keyboard. Ja, Lioncast war so freundlich und hat uns die zur Verfügung gestellt, damit wir sie mal testen können, und vielleicht, eventuell, kommt in Zukunft da noch ein bisschen mehr Zusammenarbeit. Da müssen wir mal schauen, wie das vonstatten geht. Vielleicht kann man, wenn denn da wirklich mal irgendwie ein bisschen mehr Zusammenarbeit erfolgt, vielleicht kann man dann ja auch mal Gewinnspiele oder sowas damit machen. Aber das ist egal. Heute soll es erstmal um die Tastatur gehen. Wir haben sie jetzt doch etwas länger getestet, beziehungsweise getestet in Anführungsstrichen. Wie testet man eine Tastatur? Das ist echt schwierig. Also vom Design her und so kann man vielleicht sagen, da kann man vielleicht ein bisschen drüber quatschen, aber jetzt direkt Funktion testen, das ist natürlich etwas schwieriger. Ja, da habe ich mich natürlich als Anfänger, was so eine Reviews angeht, ja doch ein bisschen schwer getan. Gut, dann lass uns einfach mal die Packung ein bisschen angucken. Ja, die ist wunderschön, relativ leicht und so. So, was haben wir hinten draufstehen? Ein paar Spezifikationen. Austauschbare Tastaturkappen für besondere Setups. N-by-N-Technologie ermöglicht gleichzeitige Tastatureingaben. Lion-Taste beschleunigt die Tastatur in actionreichen Spielen. Speed, deutlich schnellere Performance als andere Tastaturen. Game und Desktop Dual Mode, N-by-N-Technologie, N-Key Rollover, schnellste Reaktion und Wiederholraten, spezielles Tastenpad für bestes Ansprechverhalten und abnehmbare, komfortable Handablage. Achtfarbige Ersatz-Keycaps zum Individualisieren, 1000 Hertz Abtastrate, Lautstärken-Tasten laut, leise, stumm, Anschluss via USB oder PS2. Ja, und was habe ich hier an der Seite? Das sieht mir aus wie ein paar Symbole. Moment, ja, so. Ja, okay. Was könnte das bedeuten? Das sieht aus wie ein Finger und irgendwie... Okay, was könnte das sein? Mit seiner 1000-Hertz-Technologie überträgt das LK10 Gaming Keyboard von Lioncast die Tastaturanschläge schneller als viele andere Gaming-Tastaturen. Gerade im hektischen Gefechten ein wichtiger Vorteil. Die Geschwindigkeit ist dabei flexibel einstellbar. In 10 Stufen von der normalen Office-Tastatur bis zum professionellen Gaming-Keyboard. Die N-by-N-Technologie ermöglicht die gleichzeitige Übermittlung von Tastaturbefehlen. Während herkömmliche Gaming-Tastaturen nur eine begrenzte Anzahl von Befehlen gleichzeitig weiterleiten, kommen bei LK10 alle Befehle synchron an. Das LK10 Gaming Keyboard lässt sich sowohl als PS2 als auch als USB-Tastatur nutzen und ist somit ideal als Zweitastatur für Laptops. Mit seinen 1,8 Meter Kabel ist das LK10 Gaming Keyboard besonders flexibel. Laptop auf dem Wohnzimmertisch, Tastatur auf den Schoß und los geht's. Ja, so viel zur Lioncast-Packung. Aber jetzt genug gequatscht, endlich auspacken! Und ausgepackt! So, was haben wir denn da? Eine Anleitung, eine Tüte mit roten Knöpfen, ein USB zu PS2-Konverter und eine richtig schöne Handablage. Die ist aber lang. So, wie macht man die da jetzt dran? So, fertig gebaut und schön, sie rutscht nicht. Bei näherer Betrachtung sieht man, dass die Tastatur nicht so dünne Tasten hat, wie bei irgendeiner Laptop-Tastatur, sondern richtig schöne dicke. Ich liebe diese dicken Tasten. Arr. In der linken Ecke, da sieht man, ob die Tastatur an ist oder ob man Caps Lock an hat. Die Windows-Taste wurde ausgetauscht in ein Lioncast-Logo. Und die wahrscheinlich größte Änderung sind die 4 Zusatztasten in der rechten oberen Ecke. Die Tasten haben einen sehr schönen Druckpunkt, wie ich finde. Also man weiß sofort, wann man schreibt und wann nicht. Die quietschen auch nicht oder sowas und sehen doch sehr stabil aus. Schauen wir uns mal die Knöpfe an zum Leise machen. So kann man leiser machen. Man kann die auch wieder laut machen. In der rechten Ecke sieht man, wie es leise und laut wird. Und man kann auch stumm schalten. Stumm und wieder an. Dann gibt es noch diesen Lioncast-Button. Und ja, dieser Button aktiviert sozusagen den Turbo-Modus oder den Game-Modus oder wie auch immer man das nennen soll. Gleichzeitig schaltet er auch die Windows-Taste aus, wie man sieht. So, ich kann da drauf drücken, wie ich will. Da passiert nichts. Wenn ich es wieder ausmache, da geht die Windows-Taste an und aus. Da kann man sich bei den Spielen nicht zufällig mal drauf kommen. Diesen Game-Modus oder diesen Turbo-Modus, wie ich ihn genannt habe, den kann man auch unterschiedlich schnell einstellen, indem man einfach die Lioncast-Taste gedrückt hält und dann kann man zwischen 1 bis 9 hochschrauben, wobei die 9 ist maximal und eigentlich ist die 0 ist sozusagen dann wieder die langsamste Standardteil. Ja.
schauen wir uns das Ganze jetzt auch mal im Test an. Und so, wenn man hier ganz normal einstellt, dann ist die Tastatur so schnell, wenn ich ein paar bisschen K drücke, jetzt gehe ich mal eine Stufe höher, dann ist es schon so schnell, dann noch eine Stufe höher, sind wir schon bei 2, dann ist es schon so fucking schnell, dann die 3, guckt euch das an, und dann kommt noch die 4, und dann wird man noch schneller, also die Abtastrate oder die Anschläge werden einfach mal komplett erhöht, und man sieht, es wird tierisch krass. Man muss aber dann wahrscheinlich tierisch aufpassen, wenn man das so hochschraubt, ja, dann wird es schwierig mit dem Schreiben. Sollte man also aufpassen, weil man sieht ja, wie schnell man jetzt hier mit K voll schreibt. Ja, man kann aber auch, wenn man erstmal möchte, einfach mal so ein bisschen draufhauen, so. Und dann merkt man, hier, wenn man die Hand mal voll draufhaut, merkt man auch sofort, pass auf, der Computer ist sogar überlastet. Also ich weiß nicht, ob es an einem Programm liegt oder so, aber der kommt nicht hinterher, so schnell ist die Tastatur. Ja. Schön. So viel dazu. Wir haben aber noch eine Individualisierung. Zum Beispiel diese wunderschöne Packung da. Mal auspacken. Nee, das gefällt mir so noch nicht. Ordentlicher. Sehr schön. Tada! Wildtaste. Und wenn man nicht wie ein Verrückter versucht, da die Taste reinzudrücken, dann kann man die auch ganz normal da reinstecken. Und weil es ja keine Beschriftung gibt, nimmt man sich einfach die Originaltaste, schaut mal, wie rum man das drehen muss, und dann steckt man das da rein, weil die sind ja leicht abgeschrägt. Ja, und so kann es dann aussehen. Man muss natürlich nicht hier die Pfeiltasten mit ersetzen, aber man hat theoretisch 8 solche Teile und dann passt das. Problematisch ist es nur, finde ich, die Dinger sind zwar rot, aber sie sind nicht gummiert. Also sie haben keine Beschriftung, sie sind rot. Jeder Gamer kennt doch seine WSAD-Stellung, aber wenn die gummiert wären, dann wäre das schon irgendwie ein bisschen was Besonderes. Also ich verwende die persönlich nicht zu Hause, weil ich einfach, ja, ich sehe keinen Sinn darin, weil die sind nicht gummiert, sie sind einfach nur rot und ich weiß, wo WSAD ist. Jeder Gamer weiß, wo WSAD ist. Aber erstmal genug gequatscht. Was bringt mir das denn jetzt überhaupt alles in einem Spiel? Also bauen wir unsere Gamertisch auf und dann wird gezockt. So, Tisch ist aufgebaut, dann können wir gleich mal ein bisschen spielen. Also, wir laufen hier ganz normal ohne Game-Mode rum. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Windows-Taste drücken würde, würde ich auch rausfliegen. So, und jetzt, also man sieht, es läuft sehr flüssig. Und wenn ich jetzt den Game-Modus anmache, bam, dann merkt man schon irgendwie einen kleinen Unterschied. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie schnell es eingestellt ist. Ich stelle mal auf Maximalgeschwindigkeit. So, und dann sieht man auf einmal, oh, damit kommt das Spiel nicht klar. Es ist wohl zu schnell. Hier, ich lasse gerade los, der läuft auch automatisch weiter. Das gleiche Problem wie mit der Textdatei. Das Programm kommt einfach mit dieser Schnelligkeit einfach nicht irgendwie nicht klar. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Jetzt laufe ich sehr lange zur Seite, obwohl ich meine Hand gar nicht an der Tastatur habe und ich laufe trotzdem seitlich. Das ist gar nicht schön. Ja, erstens das. Es heißt aber auch in der Anleitung, die ich, die es dazu gibt, heißt es auch, man solle Spiele, die es nicht unterstützen, da soll man es einfach wieder runterschrauben. Ich mach mal auf 0. So. Okay, jetzt habe ich immer noch. Okay, ja. Da scheint es doch wieder zu laufen. 0. Oder einfach komplett ausmachen. Dann geht das auch wieder ganz normal. In 7 Days to Die sieht es momentan so aus. Bei der Aufnahme stottert es ein bisschen. Das soll man berücksichtigen. Und wenn ich jetzt hier so rumlaufe, das ist jetzt der Game-Modus einfach mal aus. Läuft alles ganz gut. Jetzt machen wir ihn mal an. Schnellste Stufe gleich. Und ich muss sagen, der zieht auch wieder ein bisschen nach. Ja. Und lustigerweise bleibt manchmal dann, ja, jetzt hat er es geschafft. So, ich drücke nach hinten, ich lasse los. Und er läuft noch ewig weiter. So, ich lauf und lass jetzt los. Ja, und dann sieht man, das Programm ist damit auch überfordert.
Er läuft immer noch. Er hört gar nicht mehr auf. Okay. So viel dazu. Also hier kann man es auch nicht verwenden. Da müsste man... Ja, hat man also auch keine Vorteile. Wir sind in Arma 3. Der Game-Mode ist jetzt noch aus. Ich laufe. Meine FPS-Zahl ist natürlich nicht besonders gut. Aber das kann man ja vernachlässigen ein bisschen. Also ich kann auf jeden Fall laufen, hin, links und rechts. Die Steuerung ist ja bei Arma sowieso ein bisschen schwierig. Zum Beispiel jetzt renne ich mal mit der Shift-Taste. Okay, das ist alles super. Jetzt machen wir den Game-Mode mal an. Und schauen mal. Oh, jetzt läuft der mir gar nicht mehr. Seht ihr das? Okay, wenn ich loslasse, dann macht er noch eine ganze Weile weiter. Und hört irgendwie gar nicht mehr auf. Ah, jetzt hat er aufgehört. Okay, wenn ich jetzt rennen will, Shift-Taste und jetzt nach vorne. Ja, also entweder man stellt das Ganze dann etwas kleiner ein. Ich mach mal kurz 0. Also 0 ist halt so gut wie immer aus. Also man kann wenigstens den Game-Modus verwenden, um nicht auf die Windows-Taste zu kommen. Das funktioniert. Jetzt mache ich mal schneller. Ich mach mal 1. Ja, bei 1 kommen schon ein paar Ruckler. Seht ihr das? Ich mach mal 0 und lauf auch mal so schräg. Huch, das wollte ich gar nicht schießen. Ja, also ab Geschwindigkeit 1 kann man es schon... Geht's nicht. Klappt aber nicht. So. Weil anscheinend die Tastatur es eher... ja, so Knöpfe simuliert. Ich weiß nicht genau. Schauen wir uns mal noch ein Spiel an. Willkommen bei Factorio. Ist zwar kein Ego-Shooter, aber man läuft ja auch ein bisschen durch die Gegend. Man macht Menüs auf und macht die Menüs zu. Und ja, momentan wieder mal Game-Mode ist aus. Und jetzt machen wir ihn mal an. Schnellste Geschwindigkeit. Und man sieht, er stottert schon wieder rum. Jetzt läuft er wieder automatisch nach vorne, so wie immer, weil der PC nicht hinterherkommt. Entweder habe ich einen schlechten PC oder es ist bei jedem so. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich mache mal kurz auf 0 oder auch mal auf 1. Ja, selbst mit 1 geht's nicht. Da fängt er auch schon an, so rumzustottern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 9 mache und dann gehe ich mal auf irgendwie mein Inventar. Okay, das ging jetzt irgendwie manchmal... Ah! Lol, wenn du ein bisschen länger drauf bleibst, dann geht das schon so. Gut, hier kann man es also auch nicht wirklich verwenden. Und hier sind wir bei The Escapists, ein Ausbruchsspiel. Und mal sehen, wie es hier aussieht. Wie immer ohne. Ja, kann man wieder schön rumlaufen, das geht wunderbar. Und jetzt mache ich an, mache ich gleich mal die schnellste Geschwindigkeitsstufe und dann es stottert. Okay. Was gibt's denn noch für Spiele, die ich so habe? Und das hier, meine lieben Freunde, ist Quake Live. Und das ist eine abgewandelte Version von Quake 3 Arena, ein sehr altes Spiel. Aber dieses Spiel ist sehr schnell. Ich kann es euch mal zeigen. Ich laufe hier rum. Meine Maus ist gerade ein bisschen zu langsam eingestellt. Und hier geht's wirklich auf knallharte Geschwindigkeit. Da muss gut gespielt werden. Passt auf. Nein, der Game-Mode ist schon an übrigens und zwar ist der aber auf Stufe 0, also ist quasi aus. Dafür kann ich jetzt auf die Windows-Tasten hämmern, da passiert gar nichts. Jetzt gehen wir mal eine Stufe hoch. So, jetzt sind wir auf Stufe 2 und schon merkt man, seht ihr das, wie ich nicht mehr so schnell bin, weil ich einfach abbremse. Und das bei Stufe 2. Ich mache mal Stufe 1. Bei Stufe 1, ja, da sieht man auch ein bisschen ruckeln, die Waffe. Ich werde da ein bisschen ruckeln auch an der Waffe. Jetzt mache ich mal Stufe 9 und jetzt bleibe ich einfach... quasi nur noch stehen und kann aber noch ein bisschen springen. Ich mache mal wieder 0. Aber, abgesehen davon, okay, dauert ein bisschen, bis er die Befehle, jetzt läuft er wieder alleine durch die Gegend. Hör auf, alleine zu laufen, Mann! Hör auf, alleine zu laufen! Ich muss dazu natürlich sagen, die Tastatur ist ja nicht nur schnell im Sinne von, dass er die Tasten schnell wiederholt, sondern auch in der Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo ich drücke, bewegt er sich auch. Das geht aber leider, da geht es halt um Millisekunden. Das kriege ich so momentan. Ich müsste das theoretisch das Spiel irgendwie mit 2 Tastaturen spielen, um das mal zu testen, so hin und her laufen, um sowas überhaupt mitzubekommen. Aber er reagiert halt sofort sozusagen. Also die Tastatur ist nicht nur darauf beschränkt, dass er mehrmals die Tasten drückt, sondern auch die Schnelligkeit, die Reaktionsgeschwindigkeit der Knöpfe. Ja, und dafür kann man das ja auch machen. Ich kann ja Game-Mode zum Beispiel auf 0 machen. Also ich mache ihn an, mache auf 0. So, jetzt komme ich nicht auf die Windows-Taste, obwohl ich mich natürlich frage, wer kommt denn als Gamer auf die Windows-Taste? Wer ist denn so blöd und drückt auf die Windows-Taste? Das ist mir noch nie passiert, muss ich dazu sagen.
Das, liebe Freunde, ist Robocraft. Man baut sich ein Panzer oder etwas Ähnliches oder Fliegbares und fährt damit rum. Wie immer, Game-Mode ist deaktiviert. Ich kann mich genüsslich bewegen, kann mich genüsslich fahren. Und jetzt machen wir ihn mal an. Hä? Na? Jetzt ist an. Und? Irgendwie habe ich immer das Gefühl, der dreht sich dann immer noch. Hier, seht ihr das? Der dreht sich immer noch weiter. Er lockt sozusagen die Taste irgendwie. Also ich habe nichts gemacht jetzt. Der hat Ewigkeiten weitergefahren. Ich fahre mal nach vorne. Lasse los und er fährt immer noch weiter. Das sollte eigentlich nicht passieren. Also auch hier, so eine Verzögerung hier. Ich kann kaum noch richtig fahren, weil der irgendwie immer verzögert. Okay, ja. Okay. Aber ich glaube, man hat auch gut gesehen. Und irgendwie dieses Piepen, das kam gerade bei Quake auch, dieses Piepen. Kann es sein, dass mir mein PC sagt, bitte hör auf, so viele Tasten zu drücken? Kann das sein? Jetzt fahren wir mal mit Stufe 4. Ja, mit Stufe 4 scheint es... Ja, ich fahre mal, ich lasse los. Ja, das scheint, mit Stufe 4 scheint es zu gehen. Ja, außer, das habe ich gerade gemerkt, wenn ich jetzt nach vorne fahre die ganze Zeit und jetzt will ich schießen, kommt kein Schuss raus. Es kommt kein Schuss raus, weil... Ach, genau, weil der Rechner, ihr hört es piepen, er kommt damit nicht klar. Ich muss stehen bleiben. So, jetzt fährt er auch die ganze Zeit weiter, wie man sieht. Jetzt kommen die Schüsse. Ich hab meine Hände komplett weg von der Tastatur oder von der Maus. Und jetzt kommen die Schüsse alle. Also der Rechner kommt nicht hinterher. Ich weiß nicht, ob es wirklich am schlechten System liegt oder so. Aber es ist sehr interessant. Und der hört ja gar nicht mehr auf zu schießen. Was ist denn hier los? Also auch nicht so super. Na, mal gucken. Ein Spiel habe ich noch. Das Spiel kennt vielleicht noch keine Sau. Mal gucken. Kommen wir also zum letzten Spiel. Also in diesem Spiel verwendet man die Tasten, um zu schießen, okay? So, Game-Modus ist aus. Und hier verspreche ich mir doch recht viel, weil man dadurch ja bestimmt schneller schießen kann. Da kann man vielleicht schneller schießen. Das wäre cool. Pass auf, ich mache den Game-Modus an. So, der ist, glaube ich, jetzt auf 4. Oh ja. Wow, da bleibt nur die Maus hängen. Ja, die Maus bleibt hängen. Ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Ja, also bringt ja auch nicht so viel. Ich mache mal die kleinste Stufe. Vielleicht kann ich dann meine Maus noch verwenden. Oh, ich kann die Maus noch verwenden. Geil. Das ist jetzt wie ein Autofeuer. Das Problem dabei ist nur, dieses Spiel hat schon Autofeuer drin. Das hier ist Autofeuer. Ich mache den Game-Mode mal aus. Das ist jetzt das Standard-Autofeuer. Ja. Das ist Standard-Autofeuer und der sieht dann so hier aus. Ist eigentlich fast das gleiche, nur man kann überall hinschießen. Also selbst Cheaten bei solchen Spielen geht nicht, aber eventuell gibt es ja irgendwelche Shooter-Spiele oder so, wo man damit dann ein bisschen cheaten kann. Aber also hier in dem Spiel geht es anscheinend nicht. Nachdem wir das jetzt alles angeschaut haben, können wir, glaube ich, ein Fazit ziehen. Ja, okay. Also als erstes muss ich sagen, was mir gefällt, ist auf jeden Fall schon mal das schlichte Design. Ich mag es nicht, wenn meine Tastatur so ein riesiger Klopper ist mit tausenden Tasten, die ich nie verwende. Ich bin zufrieden, so wie das ist. Hat ein schlichtes, schönes Design. Ich freue mich darüber, dass ich endlich diese drei Tasten habe für Lautstärke ändern, weil mehr brauche ich auch gar nicht an extra Tasten. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe den Handballen abgemacht, weil ich generell bei jeder Tastatur die Handballen-Dinger abmache, weil ich einfach so eine kleine Tastatur haben will. Ich will nicht, dass so ein riesiger Klopper meinen ganzen Schreibtisch irgendwie belegt. Und ich habe auch die roten Knöpfe nicht reingemacht, weil ich die noch sinnloser, ich finde die total sinnlos, also noch sinnloser finde, wollte ich gerade sagen. Die haben ja keine Beschriftung, aber Beschriftung ist ja nicht wichtig. Aber ich als Spieler weiß, wo meine WSAD-Tasten liegen. Und wenn die gummiert wären, also sich anders anfühlen würden, dann würde ich sagen, okay, hätte doch irgendwie was. Das fühlt sich das vielleicht besser an beim Spielen. Aber dem ist nicht so. Es ist eigentlich wirklich nur ein optisches Ding.
Also ich brauche sowas nicht, ich brauche keine Optik. Also mein Rechner ist auch total schlichtes Gehäuse. Das ist teilweise auch offen und so. Ich brauche generell, ich bin kein Fan von alles muss leuchten und so oder alles muss gut aussehen. Mir reicht auch ein schlichtes Design. Deswegen gefällt mir das sehr schön. Hat auch diese schönen hohen Tasten. Das gefällt mir sowieso, habe ich ja schon erwähnt. Ja, aber ansonsten muss ich aber noch sagen, noch mehr Kritik, nicht nur die Gummierung, sondern ich finde die Funktion, diese Game-Mode-Funktion, die ist ja ganz nett, dass man jetzt nicht auf die Windows-Taste kommen kann, dann fliegt man nicht aus dem Spiel raus. Das ist schon mal was Gutes. Ich bin zwar noch nie auf die Windows-Taste gekommen, aber irgendwann passiert das ja mal. Aber die Funktion, dass diese schnelle Tastenfunktion, ich weiß es nicht. Ich muss mal Lioncast fragen, was die für welches Spiel die das vorgesehen haben. Aber bei all meinen Spielen, die ich getestet habe, ging es nicht. Es kann aber auch daran liegen, das muss ich natürlich dazu erwähnen, dass mein Rechner vielleicht einfach nicht hinterherkommt mit diesen Abfragen. Aber ich habe das auch bei Anschlussrechner getestet, da war das genauso schlecht. Und er hat noch irgendeine Gaming-Tastatur rumliegen und die soll auch sehr schnell sein. Aber bei ihm ist es eher so, dass er drückt drauf und es funktioniert alles, weil eigentlich ist es doch bloß ein Befehl, Taste ist gedrückt und Taste ist nicht gedrückt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Tastatur einfach tausendmal drauf drückt auf die Taste. Also was bringt mir denn das, wenn ich jetzt tausendmal auf W drücke? Gerade im Ego-Shooter, wenn ich einmal W drücke, dann drücke ich nochmal, drücke nochmal, drücke nochmal, ist ja logisch, dass ich mich dann stückchenhaft nach vorne bewege. Also mir erschließt dieses Feature eigentlich mal rein gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was man damit anfangen soll. Man kann damit einen Haufen Buchstaben schnell schreiben. Man kann vielleicht bei so einem Shooter-Ding, was ich da gezeigt habe mit Scoremaster, da kann man vielleicht was raushauen, wenn man es nicht so schnell einstellt, weil dann bleibt bei mir auch die Maus hängen. Also der Rechner hängt sich da einfach komplett mal auf. Finde ich irgendwie sinnlos, aber es soll ja noch die Geschwindigkeit, also die, na, wie nennt man das nochmal? Die Reaktionsgeschwindigkeit, die ist ja auch erhöht. Die kann ich aber leider nicht messen mit meinem kleinen Gehirn. Da geht es ja wirklich um tausendste Millisekunden und keine Ahnung, um was es da genau geht. Wie lange halt die Tastatur braucht, um wahrscheinlich zu realisieren, ich bin jetzt gedrückt, beziehungsweise die Daten durchschickt. Okay. Kommt natürlich wahrscheinlich auch noch drauf an, wo steckt man es denn an? USB 2.0, 3.0 und so weiter. An sich, mir gefällt die Tastatur. Ich habe die jetzt, glaube ich, 1-2 Wochen getestet. Ich komme damit super klar. Und sie hat ein schönes Design. Sie rutscht mir nicht durch die Gegend und so. Ich mag die. Also für den Preis kann man da sowieso nichts falsch machen. Aber jetzt so dieses Feature, ich muss einfach nochmal drauf eingehen, diese Lioncast Game Mode. Weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, das ist sozusagen mein Fazit gewesen. Ich muss nochmal dazu sagen, ist mein erstes Review von einer Tastatur. Und wie kann man denn eine Tastatur testen, außer dass, wie sie halt aussieht? Und wenn die halt so ein Feature hat mit dem Game Mode, dann muss ich den testen. Und ich muss sagen, für Games weiß ich nicht. Also ganz komisch. Gut. Ich werde die Tastatur trotzdem weiterhin verwenden. Also ich werde die ja nicht verlosen oder sowas. Das ist jetzt meine. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein Video. Mal gucken, vielleicht kommen nochmal irgendwann mal welche. Ich habe jetzt ewig dran gesessen, weil das echt irgendwie mehr Arbeit ist, als ich mir gedacht habe. Und ja, dann würde ich sagen, ich war der Tenshi hier von Südkanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.